Liebe Schwarmsacker-Freunde, heute zu Gast bei Schwarmsacker nicht zum ersten Mal der Jungprofi Thomas Steiner von der Spielvereinigung Unterhaching. Thomas, herzlich willkommen. Servus, hi. Ja, wir sind hier heute im BMW Autohaus in Augsburg-Göckingen in der Bergiusstraße 9. Schon mal recht herzlichen Dank an den Günter Pritschett, dass er uns die Location hier zur Verfügung stellt. Thomas, so BMW, Cabrio, wie im Hintergrund, wäre für einen Jungprofi nicht schlecht, oder? Ja, von Anfang wäre es, glaube ich, super. Momentan für einen Lupo, aber so ein BMW oder der Weiße, ja. Für nächstes Jahr vielleicht. Okay, aber wir wollen ja über das Sportliche reden, über den Fußball. Thomas, gewechselt von der U23 des FCA, jetzt die erste Profikarriere zum Drittligisten Spielvereinigung Unterhaching. Hast ja unter anderem die A-Junioren-Bundesliga mit dem FCA schon gespielt, die U23 Regionalliga Bayern. Insgesamt 9 Jahre beim FCA, genau. Seit der D2, damals angefangen in Stetzling. Thomas, erzähl ein bisschen, wie war rückblickend deine Zeit beim FCA? Ja, ich denke, also alles in allem recht positiv. Ich bin in der D2 zur FCA gekommen, damals bei Herr Schumann, glaube ich, war das noch. Und habe viele tolle Jahre gehabt, U17 zum Beispiel, Aufstieg in die Bundesliga mit Janosch Radoki. Dann ein Jahr drauf, abgestiegen leider in der A-Jugend-Bundesliga. Aber dann ist gleich das nächste Jahr wieder drauf, wieder aufgestiegen mit Ilja Aracic und am Ende Dieter Merkle. Also ich denke, wenn ich die 9 Jahre sehe, war es sehr positiv. Ich durfte ja auch oft eigentlich oben mitspielen, in den Freundschaftsspielen. Für mich schade ist halt natürlich, dass ich nie irgendwie richtig oben rankommen bin. Aber gut, das muss ich akzeptieren. Und ich denke, jetzt Haching ist der nächste richtige, wichtige Schritt. Und da gebe ich dann alles und dann schauen wir mal, was da reicht. Thomas, gerade mal 20 Jahre alt, hast noch vieles vor dir. Jetzt halt der Umweg über Haching, tolle Station. Wie fühlt sich's an, Thomas, wenn sich so ein Kindheitstraum, man wird Profifußballer, erfüllt? Wie beschreibt das einmal ein bisschen aus deiner Sicht, wenn so ein Anruf kommt oder ein Angebot im Haus steht? Ja, ich denke, für einen Fußballer ist immer das Ziel und der Traum, so hoch wie möglich mal zu kommen. Und ich denke, dritte Liga ist jetzt eine tolle Sache. Ich kenne Haching auch schon lange, in Augsburg immer wieder gegen Haching gespielt, immer tolle Duelle gehabt und mir gefällt das ganze Umfeld drüben und haben auch tolle Trainer. Und natürlich, Profi zu werden, ist ein Kindheitstraum von mir. Bei mir gab es nur Schule und Fußball. Schule leider nicht immer so gut, aber Fußball ein bisschen besser. Und klar, jetzt habe ich noch meinen Voss fertig gemacht. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Ja, und dann kann ich mich eigentlich komplett auf Fußball konzentrieren. Das war immer mein Ziel, dass ich nur das Fußball habe und was in der Hinterhand mit der Schule, mit der Voss. Und natürlich, wenn dann so ein Angebot kommt von der dritten Liga und dann auch von Unterhaching, wo letztes Jahr überragend aufgespielt haben, besonders in der Hinrunde, da überlegt man jetzt zweimal, da sagt man gleich, ja, das will ich und habe auch tolle Gespräche gehabt mit den Trainern, mit dem Präsidenten und das ganze Umfeld hat mich sofort überzeugt und deshalb, ja, ist natürlich ein tolles Gefühl, das geschafft zu haben. Lass uns ein bisschen, Thomas, auf eure Vorbereitung schauen. Erstes Testspiel gegen die U20-Nationalmannschaft Nigerias, die ja kurz vor der WM stehen. 3-0 verloren, du selber hast bei dem Spiel nicht gespielt. Was war der Grund dafür? Ja gut, das war jetzt erstmal so, dass ich nur 4 Monate verletzt war. Ich hatte Muskelbündelriss. Bin jetzt so langsam eigentlich wieder fit. Ein paar Prozent fehlen auf jeden Fall schon noch nach 4 Monaten. Und deshalb wollten wir da kein Risiko eingehen. Und auch, ja, wir waren 40 Mann im Trainingslager circa. Und dass natürlich dann nicht jeder spielen kann, ist auch klar. Aber ich denke, da haben wir uns ganz gut geschlagen. Die waren, U20 war top fit, glaube ich, von denen. Richtig schnell. Und wir waren ja. Nach 2-3 Mal Training am Tag waren wir recht kaputt, aber für das haben wir es ganz gut gemacht. Und ja, passt schon soweit. War mal ein Anfang, Thomas. Ja. Ihr wart ja dann im Trainingslager Grassau am Chiemsee. Was sind denn so deine ersten Eindrücke von der Mannschaft in der kurzen Zeit, wo du jetzt in Haching bist? Ja, alles in allem sehr positiv. Ja. Wir haben ja auch prominente Namen mit dabei, mit Hummels und Götze. Nee, aber die Jungs haben mich alle von Anfang an super aufgenommen. Und ich habe mich mit jedem eigentlich toll verstanden und gute Trainings gehabt bisher. Nee, und das auch das ganze Umfeld, das ist sehr familiär, man hat wenig Stress, also wird alles in Ruhe erklärt, auch mit den Trainern gute Gespräche geführt, auch mit dem Präsidenten. Nee, und also zu den Spielern wirklich alle sehr freundlich und gut aufgenommen auf jeden Fall. Du hast es gerade angesprochen, Thomas, eine namhafte Mannschaft in Haching, Bruder von Mario Götze, der Bastian
Schweins, der Bruder von Bastian Schweinsteiger, der Tobias, ist ja zu Bayern gegangen. Der Sohn vom Präsidenten, vom Manni Schwabel, ist zu 60 gegangen. Also es zeigt auch schon, dass Haching eine Top-Adresse für junge, gute Fußballer ist. Ja. Wenn man solche Namen in der Mannschaft hat, ist das für dich dann noch mehr Ansporn, sich dort, genau dort durchzusetzen? Ja klar, also wir haben, ich denke, in Haching einen sehr großen Kader, weil ja auch die erste und zweite Mannschaft zusammen trainiert und es waren jetzt auch viele gute Jugendspieler dabei, teilweise 96er Jahrgänge. Und natürlich, wenn du dann prominente Namen wie Hummels und Götze drin hast, wirst du dich natürlich zeigen. Aber es zeigt auch, dass ich jetzt einen bestimmten Weg eingeschlagen habe und in die dritte Liga zu Haching. Und es macht mich dann schon stolz, mit solchen Namen spielen zu dürfen, wie Götze und Hummels. Und auf jeden Fall ein tolles Gefühl und auch, aber wie gesagt, die haben mich alle überragend aufgenommen. Und die erste Woche, kann ich nur sagen, ist sehr positiv. Jetzt haben wir morgen wieder Training und Sonntag wieder ein Spiel, also es läuft auf jeden Fall sehr gut. Thomas, lass uns ein bisschen auf die dritte Liga schauen. Es wird sicherlich kein Zuckerlecken, diese dritte Liga. Unter anderem Heidenheim, Chemnitz, Wacker Burghausen, Saarbrücken, VfB 2, Dortmund 2, Hansa Rostock, Duisburg nach dem Lizenzentzug. Wenn sie die Lizenz für die dritte kriegen, sind sie dabei. Viele Hochkaräter, die natürlich dann wieder in die zweite Liga wollen. Wo sieht sich da die Spielvereinigung unter Haching? Ja gut, voriges Jahr war die erste Hinrunde überragend. Da sind wir Vierter oder Fünfter geworden. Rückrunde war dann leider nicht mehr so gut. Aber ich denke für Haching, wir haben glaube ich den geringsten Etat von der ganzen Liga. Ich denke, das ist erstmal das Ziel, dass wir die ersten Spiele gut reinkommen. Dass wir da ein paar Siege holen und auf jeden Fall erstmal da gesichert dastehen. Und natürlich, wenn am Ende mehr geht, dann nehmen wir das gerne mit. Aber ich denke erstmal das Grundziel ist, uns wieder hier erstmal zurechtzufinden. Wir haben die auch wieder eine der jüngsten Mannschaften, wahrscheinlich noch jünger als voriges Jahr. Also von daher müssen wir uns erstmal reinfinden, aber ich denke, wir haben eine sehr gute Truppe, sehr gute Trainer. Also bin ich überzeugt davon, dass wir auch ja, eine Rolle spielen können. So viel zu den Zielen der Spielvereinigung unter Haching, Thomas. Was sind dann deine persönlichen Ziele für die Saison, für deine erste Profisaison? Ja, also mein primäres Ziel ist erstmal so viel wie möglich spielen, Einsätze zu bekommen. Ich denke, das ist das wichtigste Ziel. Und klar ist also natürlich ein Traum mehr mit Haching aufzusteigen oder sonstiges. Aber nee, also erstmal das Wichtige ist, da zu spielen, dran zu kommen, mich zu präsentieren. Aber wie gesagt, ich bin zu Haching gewechselt, weil mir der Verein sehr gut gefällt, die Umgebung sehr gut gefällt. Und von daher freue ich mich auf die Aufgabe und freue mich, ich denke, auf eine sehr tolle Saison. Du wohnst jetzt in Haching, Thomas. Erste Mal eigentlich von zu Hause weg. Schon ein bisschen eingelebt in Haching? Ja, eigentlich sehr gut. Also ich wohne in der Nähe vom Sportpark. Ja, also ist alles da, Lidl, Aldi, also ich kann gut einkaufen gehen. Du kannst zu Aldi gehen. Ja. Zum Beispiel. Nee, also es ist alles wirklich top, also sehr ruhig, auch eine sehr ruhige Lage in der WG. Also die Jungs mit mir, wo drin sind, zum Beispiel vom Köpke, der Sohn. Spielt in der A-Jugend, hat auch im Dingsdorf dabei gewesen. Sehr nett. Und nee, also war auch schon ein paar Mal essen, also ist echt eine tolle Stadt. Und gefällt mir richtig gut. Man merkt, hier fallen Namen, Thomas, die man vorher vielleicht nur aus der Zeitung kannte oder sonst woher aus dem Sportfernsehen. Wie ist es für dich persönlich, jetzt plötzlich mit solchen Namen konfrontiert zu werden, mit denen täglich zu arbeiten? Ja, ein tolles Gefühl, aber ich denke, wir haben eine tolle Mannschaft, wie gesagt, und eine sehr junge Truppe. Und da gibt jeder alles und jeder will spielen. Und von daher denke ich, haben wir wirklich eine tolle Mannschaft und schauen mal, wie die dritte Liga jetzt wird. Aber ich denke, wir sind gut drauf, gutes Trainingslager jetzt gehabt und ich rechne mir schon ein bisschen was aus. Thomas, bis hierher erstmal herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier bei Schwaben, sag mal, über deine ersten Eindrücke im Profifußball zu berichten. Mir von Schwaben, sag mal, werden dich sicherlich mal in Haching besuchen, das eine oder andere Spiel anschauen, mit dem Manu, mit deiner Mutter im Gepäck. Ja. Werden vielleicht das eine oder andere Interview dann wieder mit dir führen. Rückblicken dann nochmal in einem halben Jahr, schauen, wie es dir geht. Ja. Jungs, Thomas Steiner auf dem Weg zum Profi in Haching. Wir sagen danke, wir sagen aber auch danke an den Günter Pritschett vom BMW Autohaus Augsburg in Göckingen in der Bergerstraße für die zur Verfügungstellung der Location. Und wie gesagt, wer den Thomas in der
dritten Liga sehen will, fährt in den Sportpark Haching, und wer natürlich tolle, schöne Autos sehen will, fahrt zum Günter Pritschitt hier ins BMW Autohaus Augsburg Geggingen in der Bergerstraße 9. Thomas, herzlichen Dank. Danke auch. Alles Gute auf deinem Weg. Viel Spaß im Profifußball, und wir werden dich das ein oder andere Mal besuchen. Danke dir. Danke auch.